Dann kommen wir zu Top 11, den ich hiermit aufrufe, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, 14. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Und für die Berichterstattung darf ich Herrn Hartmut Honka von der CDU ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung: Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD gegen SPD bei Enthaltung der Freien Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, mir liegen keine Wortmeldungen vor. Doch, ja, ich habe Sie ermutigt, sich zu melden. Herr Dr. Wilken, Sie lassen vielleicht charmanterweise den Herrn Kummer vielleicht vor, der sich von hinten zuerst gemeldet hat, oder? Dann erteile ich jetzt hier für die SPD-Fraktion Herrn Gerald Kummer das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! So geht es halt manchmal, wenn man denkt, man wartet mal, vielleicht kommen ja andere zuvor. Aber wir wollen ja auch den weiteren Verlauf dieser Sitzung nicht noch länger aufhalten. Vielleicht haben wir ja die Chance, bei diesem Tagesordnungspunkt ein bisschen von der Zeit aufzuholen, die wir im Laufe des Tages schon gebraucht haben. Vielleicht kommen wir ein bisschen schneller zum Ende. Ich habe mir das zumindest vorgenommen, indem ich Ihnen jetzt nicht all das erzählen will, was ich schon einmal vorgetragen habe hier im Plenum, respektive im Fachausschuss. Aber manchmal gilt ja das Prinzip der Pädagogik. Nun ist es halt mal so im Leben, manche Dinge müssen halt wiederholt werden, damit sie sich einprägen. Und ich gebe halt nie die Hoffnung auf, dass es einem doch noch einmal gelingt, zu überzeugen und doch noch eine Mehrheit zu finden für das eine oder andere, auch wenn es von der Opposition kommt. Kolleginnen und Kollegen, ganz klar, damit da keine Legendenbildung eintritt, die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag ist schon immer und auch heute noch und auch in Zukunft für eine Evaluation von Gesetzen. Punkt. Aber eine richtige Evaluation von Gesetzen, das heißt eine Evaluation durch den Gesetzgeber. Brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wer das ist, das sind wir. Momentan findet die Evaluation auf anderer Ebene statt, nämlich auf Ebene der Exekutive. Wir halten das für nicht richtig. Zweitens, auch das habe ich schon öfters gesagt, aber ich wiederhole es trotzdem aus Gründen der Pädagogik. Wir sagen Nein zu einer generellen Ausstattung der Gesetze mit einem Haltbarkeitsdatum. Weil, Kolleginnen und Kollegen, es bedarf zu einer Evaluation keiner Befristung, zumal der Leitfaden ja auch, das habe ich eben schon mal gesagt, von der Regierung stammt für die Evaluation. Und warum wir dieser Meinung sind, da weise ich halt noch einmal hin auf die Ergebnisse, die Feststellung der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2018. Auch das ist im Grunde nach nichts Neues. Aber die haben damals schon gesagt, und das gilt natürlich heute immer noch, generelle Befristungen kosten mehr, als sie bringen, weil sie die Bürokratie aufblähen und zu routinemäßigem Durchwinken von Verlängerungsvorlagen führen. Das sagt die Bertelsmann-Stiftung. Also insoweit könnten wir uns dem ja anschließen. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zwei Punkte herausgreifen, bei denen ich auch versucht habe, bei denen wir versucht haben, im Fachausschuss, im Rechtspolitischen Ausschuss, durch Änderungsanträge etwas zu verändern an der Vorlage. Es ist uns leider nicht gelungen, aber ich sage es noch einmal hier im Plenum. Da geht es einmal um den Artikel 10 dieses Gesetzes, nämlich um das Hessische Wohnraumfördergesetz. Da zeigt sich meines Erachtens, unseres Erachtens, wie man mit diesem Thema umgeht. Es ist vorgeschlagen, dieses Gesetz um 2 Jahre zu verlängern. Sie müssen wissen, dass nach dem Leitfaden, den es gibt, also der Richtlinie der Landesregierung, 2 Jahre vor Ablauf eines Gesetzes eine rote Lampe angeht. Ich sage das einmal so. Also der Hinweis erfolgt an das Fachministerium, dass ein Gesetz ausläuft in 2 Jahren. Man weiß, man hat im Grunde genommen jetzt bei diesem Gesetz 4 Jahre Zeit, fast 4 Jahre Zeit, um das Wohnraumförderungsgesetz zu verändern, zu evaluieren. Ich glaube, dass dies vor dem Hintergrund der Wohnraumsituation hier im Rhein-Main-Gebiet, im Lande Hessen insgesamt und darüber hinaus, aber hier geht es um ein hessisches Gesetz, der Situation nicht gerecht wird. Sich dafür in dieser Situation, in der wir sind, es fehlt überall Wohnraum, brauche ich nicht weiter auszuführen, weil wir sind ja nicht der Fachausschuss für Wohnraum, ist es doch erkennbar, dass man sich nicht 4 Jahre fast Zeit lassen darf, um das Wohnraumförderungsgesetz zu verändern, zu evaluieren. Das muss ganz einfach, weil es Priorität hat, in der heutigen Zeit schneller gehen. Deswegen haben wir beantragt,
Das Gesetz soll nur noch um ein Jahr verlängert werden. Leider ist die Einsicht dem nicht gefolgt. Es ist nicht beschlossen worden im Fachausschuss. Das Zweite, da geht es um den Artikel 9. Da geht es um das Krankenhausgesetz. Auch das habe ich schon einmal gesagt. Das ist mindestens genauso dramatisch. Dieses Gesetz soll gar um 7 Jahre verlängert werden, nämlich bis zum 31.12.2027, obwohl schon bei der Evaluierung, bei der Evaluation die Fachverbände oder die Fachlichkeit darauf hingewiesen hat, dass sie dringend der Auffassung sind, da muss etwas verändert werden im Gesetz, weil in Hessen ein Krankenhausplan fehlt. Das war der Punkt 1. Und der Punkt 2 der Kritik war, die Ärztekammer, sie wollte eine Verpflichtung in das Gesetz aufgenommen haben, aus der sich ergibt, dass ausreichend medizinisches und nicht medizinisches Personal zukünftig in den Kliniken vorgehalten werden soll. Auch darauf ist man nicht eingegangen. Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommt noch etwas Drittes hinzu, was bei der Evaluation nicht bekannt war. Das ist die Corona-Krise, in der wir uns immer noch befinden. Spätestens seit dieser Krise und der Situation, die wir in den Krankenhäusern hatten, und ich möchte hier all denjenigen, die dort arbeiten, ein herzliches Dankeschön aussprechen für die Arbeit, die sie geleistet haben. Trotz der Rahmenbedingungen wissen wir doch, wie es um unsere Kliniken im Lande Hessen bestellt ist. Die müssen dringend auf eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage gestellt werden, und sie müssen mehr Mittel erhalten, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. Im investiven Bereich reicht es vorne und hinten nicht, was unseren Kliniken zur Verfügung gestellt wird seitens des Landes Hessen. Und darüber hinaus müssen wir unbedingt zu dem Ergebnis kommen, dass wir erkennen, dass auch für die Finanzierung des laufenden Betriebs in der Krankenhauslandschaft es eine Veränderung geben muss. Wir können nicht von unseren Krankenhäusern verlangen, dass sie Vorhaltungen und Vorkehrungen treffen für Krisensituationen, für Pandemiefälle, ohne sie dafür ausreichend finanziell auszustatten. Das muss in Zukunft geändert werden. Deswegen haben wir gesagt, wir verlängern auch dieses Gesetz bitte nur um ein Jahr, bis zum 31.12.2021. Aber auch dieser Vorschlag ist leider abgelehnt worden. Ich komme zum Ende, fast. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich wollte es ja schneller machen. So ist es, Günther. Zu guter Letzt noch die Frage an die Ministerin. Frau Ministerin, ich hatte Sie bei der ersten Lesung hier im Plenum gefragt, ob Sie mir sagen können, wie viele Gesetze in der Vergangenheit nicht verlängert wurden und ausgelaufen sind, weil sie nicht verlängert worden sind. Ich habe diese Antwort nicht erhalten nach der ersten Lesung. Deshalb erlaube ich mir heute folgendes Fazit. Die Befristung der hessischen Gesetze erreicht nicht ihr Ziel. Kolleginnen und Kollegen, vielleicht noch ein kleines Moment Aufmerksamkeit. Was ist denn das Ziel der Befristung? Das steht im Leitfaden der Landesregierung. Das Ziel der Befristung nach dem Leitfaden der Landesregierung ist nämlich nicht die Evaluation, sondern das Ziel der Befristung ist nach diesem Leitfaden die Reduzierung von Verwaltungsvorschriften. Und wenn wir erkennen, dass bei der 14. Verlängerung von Gesetzen, der 14. keine Verwaltungsvorschriften, keine Gesetze ausgelaufen sind und abgeschafft wurden, dann muss man doch bereit sein, mal darüber nachzudenken, ob diese Verlängerungspraxis, wie wir sie haben, überhaupt sinnvoll ist. Also Zielerreichung ist nicht gegeben, deswegen sind wir dagegen. Und last but not least, das habe ich aber schon gesagt, für die Evaluation verlangen wir, dass es eine Evaluation durch die Legislative gibt, auch mit Anhörung, mit breiterer Diskussion, als dies jetzt möglich ist. Und aus diesen Gründen lehnen wir in zweiter Lesung diesen Gesetzentwurf als SPD-Landtagsfraktion ab. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Als Nächstes bitte ich Herrn Schenk von der AfD nach vorne. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Befristung und Evaluation von Gesetzen, ist das nun gut oder schlecht? Fakt ist, alle Jahre wieder und immer aufs Neue besprechen wir dieses Thema hier im Plenum, um immer dieselben Sachen zu sagen. Ich sage hier bewusst sagen, denn wir debattieren überhaupt nicht mehr. Das kostet uns viel Zeit und es scheint auch manche zu langweilen. Befristungen sollten dort eingesetzt werden, wo tatsächlich eine umfassende Evaluation zu erwarten ist. Dazu hat dann auch eine parlamentarische Debatte stattzufinden. Dies ist jedoch nur für einen kleinen Teil aller Gesetze erforderlich. Im Übrigen
führt die Befristung zum bloßen Durchwinken von Verlängerungsgesetzen. Das Phänomen des Durchwinkens von Verlängerungsgesetzen, meist in Form von umfassenden Artikelgesetzen, ist in der Tat ein empirisch anzutreffendes Phänomen. Wie eine Betrachtung von hessischen Landtagsgesetzen 2005 bis 2009 ergab, traten knapp ein Viertel der Gesetze und 29% der Rechtsverordnungen nach Befristungsablauf außer Kraft oder wurden aufgehoben. Ein Drittel der Gesetze und 37% der Rechtsverordnungen wurden ohne oder nur mit geringfügigen Änderungen verlängert. Die übrigen 42% der Gesetze und 34% der Rechtsverordnungen wurden nach Evaluation überarbeitet und mit Änderungen verlängert. Parlamentarische Debatten zu letzteren waren trotzdem nur eher selten, so eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahre 2010. Die Evaluation hat in den Fachausschüssen zu geschehen und nicht in erster Linie auf Regierungsebene oder hier im Plenum. So ist es ausdrücklich für Hessen vorgesehen. Das federführende Ressort der AVV ist verpflichtet, die Angelegenheit in das Kabinett einzubringen, sofern Einvernehmen mit der hessischen Normprüfstelle nicht hergestellt werden kann. Dies gilt auch für Dissensfälle bei Verordnungen der Fachministerien sowie bei Verwaltungsvorschriften. Warum wird das nicht so gemacht? Wieso muss jedes Jahr aufs Neue der Landtag mit diesen Themen sich rumschlagen, wo es fast nichts mehr zu diskutieren gibt? Fazit: Generelle Befristungen kosten mehr, als sie bringen. Sie blähen die Bürokratie auf und führen zu einem routinemäßigen Durchwinken von Verlängerungsvorlagen. Lassen wir es zu ernst gemeinten Evaluierungen durch die erste Gewalt kommen, durch die entsprechenden Fachausschüsse und den Hessischen Landtag. Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung zu diesem Corona-Schrumpfparlament. Man nennt uns Parlamentarier, weil unser Arbeitsplatz hier das Parlament ist. Seit 3 Monaten, nämlich seit März, lassen wir uns in Untertanenhaltung ein solches Schrumpfparlament mit weniger als 50 Abgeordneten gefallen. Gerade jetzt werden Entscheidungen von schicksalhafter Tragweite für unser Land. Darf ich mal bitte um Ruhe bitten? Ich meine, ich habe auch den Anspruch, hier mal um Ruhe zu bitten. Danke, Herr Präsident. Gerade jetzt werden Entscheidungen von schicksalhafter Tragweite für unser Land gefällt. Und dann können 2 Drittel der Parlamentarier, Herr Berlino, jetzt rufen Sie nicht dazwischen, Sie können ja nachher eine Zwischenfrage stellen. Und dann können 2 Drittel der Parlamentarier nicht anwesend sein, sitzen in ihren Büros oder machen gar Homeoffice. Das ist doch nicht normal. Das ist ein Skandal. Auf den kleinsten Dörfern und in jedem Kreistag hat man Lösungen gefunden. Nur hier im Hessischen Landtag findet man keine. Sondern da mutet man uns schon seit 3 Monaten diesen Zustand hier zu. Ein leeres Parlament. Von jeder Krankheit. Das klären wir nachher. Aber auf den kleinsten. Also Moment mal, Kollege Schenk. Das Wort hat der Kollege Schenk. Und ich bitte ihm, die umfängliche Aufmerksamkeit zu schenken. Also, mir scheint, das ist ja ein Thema, was auch Sie beschäftigt. Sonst würden Sie sich ja nicht so fürchterlich hier jetzt aufregen. Aber nur mal fürs Stammbuch. In den kleinsten Dörfern und in jedem Kreistag hat man Lösungen gefunden. Von jeder Krankenschwester, jedem Pfleger, jedem Arzt und jeder Verkäuferin erwartet man, dass sie ihre Arbeit an ihrem Arbeitsplatz nachkommen. Und wir sitzen in unseren Büros rum. Das kann es nicht sein. Das sollte uns zutiefst beschämen, auch Sie. Ja, so sind wir jedenfalls kein Vorbild. Und Also, es freut mich, dass ich hier wieder einmal für Erheiterung gesorgt habe und auch für Stimmung. Das Ganze ist ein eklatanter Verstoß gegen das Demokratieprinzip des Artikel 20 Grundgesetz, Absatz 2, Satz 2. Wer hat uns das eingebrockt? Es war die Landesregierung mit ihrer merkwürdigen Verordnung zur Beschränkung
zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie, Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020. Allein der Name ist Programm. Ja? Und das sollte schnellstens geändert werden. Liebe Kollegen, bitte denken Sie darüber nach, und das auch in Kürze. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schenk. – Nächster Redner ist der Abg. Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Gegensatz zu dem, was Sie in den letzten 5 bis 6 Minuten hören durften, redet jetzt ausdrücklich kein Untertan mit Ihnen, sondern ein frei gewählter Abgeordneter des hessischen Volkes, das aus Bürgerinnen und Bürgern besteht, die hoffentlich überhaupt nicht mehr den Begriff Untertan kennen und deswegen hoffentlich so jemanden wie Sie auch in Zukunft nicht mehr wählen werden. Und meine Herren von der AfD, dass Sie sich die einzige Dame, die bei Ihnen ist, wird bei mir mit dem Begriff Herr immer mitgedacht in Ihrem Sprachgebrauch, das wissen Sie doch. Und meine Herren von der AfD, dass Sie sich selber als Untertan bezeichnen, kann ich nun wirklich nicht der Landesregierung zuordnen, obwohl ich die ungern in Schutz nehme. Meine Damen und Herren, wir haben in Hessen die Regelung vereinbart, Gesetze zu befristen, um regelmäßig zu evaluieren, ob wir die Regelung noch so oder eventuell überhaupt brauchen, beziehungsweise was inhaltlich angepasst werden muss. Dazu soll eine Evaluation stattfinden, soweit so gut. Eine Evaluation dient nach allgemeinem Verständnis der rückblickenden Wirkungskontrolle, der vorausschauenden Steuerung und dem Verständnis von Situationen und Prozessen. Anhand der Evaluationsdaten können dann untersuchte Prozesse angepasst und optimiert werden. Dazu werden Daten methodisch erhoben, systematisch dokumentiert, um die Untersuchung, das Vorgehen und die Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Standardverfahren zur internen und externen Datenerfassung sind Befragung, Beobachtung, Monitoring, Test, Fragebogen, Materialanalyse. Die Bewertung erfolgt durch den Vergleich der ermittelten Ist-Werte mit vorher explizit festgelegten, operationalisierten und begründeten Soll-Werten anhand festgelegter Indikatoren. Evaluation muss bestimmte Gütekriterien erfüllen. Neben den Grundvoraussetzungen Nützlichkeit und Objektivität sind dies Reliabilität, Validität, Ökonomie und Normierung. Meine Damen und Herren, im Falle des heute zu beratenden Sammelgesetzes hat uns die Landesregierung wie üblich dankenswerterweise die Evaluationsunterlagen zur Verfügung gestellt, sodass wir nachschauen können, was eine solche Evaluierung bringt. Ich werde Ihnen das am Beispiel der Verlängerung des Bannmeilengesetzes vorstellen, indem ich Ihnen die 3 Ergebnisse in voller Länge vortrage. Keine Angst, das geht schneller als die bereits erfolgte Vergewisserung, was eine Evaluation ist. Erstes Beispiel. Ich begrüße es ausdrücklich, dass das Gesetz über die Bannmeile des Hessischen Landtags als eigenständige Rechtsnorm bestehen bleiben soll. Das einzige Interessante an diesem Beispiel ist der Grammatikfehler. Zweites Beispiel. Es bestehen bezüglich der genannten Änderungen keine Bedenken. Drittes Beispiel. Es gibt hinsichtlich der vorgesehenen Anpassung des Gesetzes über die Bannmeile des Hessischen Landtages keine Änderungswünsche oder ergänzende Anmerkungen. Meine Damen und Herren, Sie werden mir zustimmen, dass der Erkenntnisgewinn gering ist, wir also eine Beurteilung, ob wir die Regelung noch so oder eventuell überhaupt brauchen bzw. was inhaltlich angepasst werden muss,
so nicht vornehmen können. Deswegen brauchen wir eine ernsthafte Diskussion darüber, wie wir unser hessisches Verfahren der Befristung und regelmäßigen Sammelgesetze zur Verlängerung der Befristung überarbeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Frau Kollegin Schardt-Sauer, wären Sie soweit für die Fraktion Die Freien Demokraten? Haben Sie nun das Wort. Ja, werter Herr Präsident, werte Damen und Herren Kollegen, spannende Kost am Abend. 14. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Ich will es zumindest versuchen, nuanciert etwas von den bisherigen Statements, auch in den vorherigen Lesungen, auch von mir selber, abweichend zu machen. Weil weitere Lesungen sollten ja einen Erkenntnisgewinn bringen. Und von daher der Aspekt in der zweiten Lesung. Es handelt sich um insgesamt 28 Gesetze, die außer Kraft treten, und sollte deren Geltungsdauer nicht verlängert werden. Ich glaube, der Knackpunkt von der bisherigen Diskussion, vielleicht sollten wir einfach mal uns von der strikten Frage lösen des Leitfadens, und der Frage, was ist Evaluation? Der Dr. Wilken hat eben sehr spannende Geschichte gesagt. Man muss eines sagen, in der hessischen Verwaltung ist die Evaluation vom Kernpunkt her, und für jeden Demokraten ist sie ein interessantes Instrument. Sie hinterfragt die Existenz, vor allen Dingen, das fiel heute Abend überhaupt noch nicht. Natürlich nimmt man gerne, wenn man gegen Evaluationen und Befristungen ist, langweilige Gesetze. Die tun ja nichts. Die sind dann da und beschäftigen Verwaltung. Aber im Kern geht es doch häufig um Förderprogramme. Es geht darum, vulminante Programme, die auch gestalten, immer wieder zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Und vor diesem Hintergrund finden die Befristung, die für uns Freie Demokraten untrennbar mit Evaluation verbunden ist, unsere ausdrückliche Zustimmung. Und von daher im Grundsatz ja, aber gleichwohl sollten wir uns schon einmal zur Seite stellen und die Frage stellen, ja, funktioniert Evaluation? Der Kollege Ketter hat vorhin gesagt, Evaluierung ist eine automatisierte Verlängerungsmaschine. Das sollte es eigentlich nicht sein. Wenn es so ist, ist es Zeit, das auf den Prüfstand zu stellen. Denn die Befristung ermöglicht so ein Check-up. Nehmen wir doch mal die ganzen wir sind ja mitten in den Haushaltsberatungen. Ja, Haushalt oder Schattenvermögen. Also, es geht um viel Geld. Und natürlich müssen wir doch all die Dinge, die Staat gewährt, sei es nun das Land oder die wir den anderen Ebenen gewähren, immer wieder hinterfragt werden. Und wir als Parlamentarier, wo eigentlich ursprünglich das Budgetrecht hauptsächlich liegt, wir als Parlamentarier sollten immer schauen, was passiert dann damit. Und die Erfahrung von uns allen ist doch, machen wir uns doch nichts vor, mit der politischen Erfahrung, so Programme entwickeln ein gewisses Eigenleben. Und es bedarf schon eines regelmäßigen Blickes darauf. Und deshalb sage ich klar auch in Richtung des Kollegen Ketter oder gut, am Ende wusste ich jetzt nicht mehr ganz genau, wofür Sie votieren von den Kollegen der AfD. Wir wollen die Evaluation, wir wollen sie aber richtig haben. Und das ist unsere Kritik an der Hessischen Landesregierung. Also wir haben ja jetzt gelernt, dass Corona ganz viel rechtfertigt. Gerade heute haben wir das gelernt. Wir müssen jetzt auch lernen, dass anscheinend bei verschiedenen Gesetzen diese Grundintention, die ich versucht habe zu skizzieren, dass diese Grundintention nicht mehr erforderlich ist. Und ich möchte Ihnen hier nur drei Dinge nennen, wo es dem normalen Betrachter nicht so ganz eingängig ist. Gut, das am Anfang, das habe ich verstanden. Aber was ist denn jetzt mit dem hessischen Beamtenversorgungsgesetz? Da geht es auch um viel Geld. Da geht es aber vielleicht auch um Fehlentwicklungen. Und das ist der Sinn von Evaluation. Es geht nicht darum, Verwaltungsmaschinerie, die AVV bei der Staatskanzlei, der jedes Ressort berichten muss, diese Maschinen zu füttern.
Auch bei solchen Versorgungsgesetzen treten doch vielleicht Fehlentwicklungen auf. Und da schreibt man, solle entfristet werden. Na ja, wäre ich jetzt ein bisschen skeptisch. Beim Hessischen Besoldungsgesetz, das hat viele Implikationen. Da geht es auch um viele Gestaltungen von Situationen, von Bediensteten. Es geht um viel Geld. Da steht, dieses Gesetz soll lediglich um 2 Jahre verlängert werden, um die ordnungsgemäße Durchführung der Evaluierung sicherzustellen. Übersetzung heißt, hat da jemand gepennt? Weil eigentlich ist die Evaluierungszeit ein klarer Mechanismus in der Verwaltung. Und das ist für mich keine Ausrede zu sagen, habe ich verschlafen, will jetzt noch einmal 2 Jahre Verlängerung haben. Das kann so nicht funktionieren. Argumentiert wird in diesen Unterlagen zu diesem Gesetz dann auch, dass wegen der derzeitigen Pandemiesituation Sitzungen des Plenums verschoben und verkürzt würden, sodass Tagesordnungspunkte verschoben und die Einzelnovelle könne man alles erst 2021 machen. Also, werte Kollegen, ich muss sagen, jeder erfährt das auf den unterschiedlichsten Ebenen sehr unter. Manche Kreistage tagen nämlich überhaupt nicht. Da sind Präsidialführungen eher angenehm. Das ist nicht so. Aber der Hessische Landtag, muss ich sagen, mit all seinen Ausschüssen ist voll arbeitsfähig. Und es gibt kein Argument, das sagt, eine Pandemiesituation ermöglicht es diesem Haus, uns Abgeordneten, nicht, unserer Aufgabe nachzukommen. Weil, werte Kollegen, verstehen wir es doch nicht als lästige Pflicht, uns mit langweiligen Vorschriften. Verstehen wir es als die Gelegenheit, das, was wir gesetzgeberisch auf den Weg gebracht haben, noch einmal darüber nachzudenken und es kreativ zu verändern. So wird vielleicht eher ein Schuh draus. Das ist der Impetus. Wir haben alle versprochen, Herr Kollege Ketter, dass wir kürzer reden. Je mehr Debatten man um diese Frage der Evaluierung und der Verlängerung hört, wirklich die Forderung an die Hessische Landesregierung, sich einmal Gedanken zu machen über Evaluation, vielleicht auch wir in der Runde, vielleicht auch in der Runde der Fachpolitiker mal, wenn Evaluation ernst gemeint ist, dann muss ein bisschen mehr kreativer Impuls rein. Wenn Evaluation ernst gemeint ist und als kreative Chance gesehen wird, dann muss man ein bisschen, müssen neue Ideen rein und nicht automatisch verlängern seitens der Hessischen Landesregierung, weil ansonsten sehe ich die große Gefahr, dass in 2, 3 Jahren jeder nur noch stöhnt, wenn er sieht verlängerte Rechtsvorschriften. Und ich glaube, dann hätten wir uns einen Bärendienst getan als Parlament, weil, wie gesagt, immer wieder nachdenken zu dürfen über das, was wir auf den Weg gebracht haben, das ist doch eine tolle Chance. Wir müssen sie nur richtig ausüben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. – Nächster Redner ist der Kollege Müller für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Also, Herr Kollege Kummer, ich bin immer wieder fasziniert über die Form, im Übrigen, Frau Kollegin Schardt-Sauer, Sie auch. Was hat sie denn gesagt? Ich habe es gar nicht gehört hier vorne. Es macht mich müde. Also, ich bin immer ganz fasziniert, wie Sie über Evaluation und wie das funktioniert berichten. Also, es ist doch jedem möglich, ich wiederhole das, und Sie haben vorhin von Vertiefung, also den pädagogischen 3 Grundsätzen, ne, Wiederholung, Vertiefung, Verstetigung. Die Verstetigung haben Sie dann vergessen, weil bei Ihnen tritt die Verstetigung ja auch nicht ein. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, weil ich gesagt habe. Es hindert Sie doch keiner, bei den einzelnen Gesetzen hier evaluierend tätig zu sein. Sie können doch Fragen stellen. Sie können doch zum Beispiel, Sie haben das Krankenhausgesetz genommen, na ja, dann nehmen Sie doch das Gesetz, setzen sich hin, und fangen Sie an, zu sagen, was Ihnen gefällt oder was Ihnen nicht gefällt. Nein, Sie bleiben relativ pauschal. Sie sagen, die Finanzierungsgrundlage der hessischen Krankenhäuser muss sich ändern. Schön. Dann sagen Sie das aber doch auch bitte der Bundesregierung und Ihren Ministern und Ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag, die ja die Grundlagen für die Krankenhausfinanzierung im Deutschen Bundestag beschließen. Ich will ja überhaupt nicht...
Ich will ja überhaupt nicht widersprechen, Herr Kollege Kummer, dass man die Dinge diskutieren muss. Alles gut. Aber dann machen Sie doch einen Änderungsvorschlag, machen Sie ein Änderungsgesetz. Schlagen Sie z.B. vor, es gibt folgende Investitionspauschalen A, B, C, und für das gibt es folgende Änderung der Abschreibung. Und was weiß ich, das können Sie doch alles machen. Aber nein, Sie sagen, im Rahmen der Evaluation, tolles, schwieriges Wort, kann man sich leicht versprechen, geht das alles nicht so, wie es vorgetragen ist. Und ich finde, das ist zu kurz. Sondern bei der immer wieder, und Sie haben das irgendwann mal so schön dargestellt, Frau Kollegin Schardt-Sauer, bei der immer wieder vorliegenden Gesetzessituation, dass die uns alle paar Jahre vorgelegt werden, hat es doch den Hauptzweck, dass wir uns Gedanken machen, ist es sinnvoll, wir, ist es sinnvoll, haben wir den Bedarf, dass es ganz wegfällt? Möglicherweise haben wir den ja bei manchen Dingen, und dann lassen Sie uns darüber reden, ob es so ist. Aber ehrlicherweise so pauschal, Sie sagen dann, Sie haben gesagt, hat jemand gepennt beim hessischen Besoldungsgesetz. Da steht aber nun ausnahmsweise wirklich ausgesprochen ausführlich drin, warum man das jetzt an dieser Stelle nur so kurz machen möchte. Erstens, die Bundesvorschriften haben sich grundlegend geändert. Zweitens, die Rechtsprechung im Beamtenrecht hat wesentliche neue Impulse gebracht, die in die Gesetzgebung eingearbeitet werden müssen. Und da ist man gerade dran. Und dann hat die Staatsministerin hier stehend gesagt, wir kommen möglicherweise wegen der pandemiebedingten Nichtverfügbarkeit von manchen Diskussionsforen nicht dazu, das innerhalb der jetzt laufenden Frist zu tun. Deshalb bitten wir, weil wir den Druck an dieser Stelle aufrechterhalten wollen, um eine kürzere Verlängerung. Ich finde das ziemlich logisch, ziemlich einleuchtend und vor allen Dingen dem Parlament entsprechend, weil man dem Parlament nicht sagt, wir verlängern einfach, sondern sagt, wir machen es kurz, legen es wieder vor, und dann könnt ihr euch Gedanken machen, ob ihr es wollt oder nicht. Also insoweit, lieber Kollege Kummer, wir kommen nicht zueinander an dieser Stelle, bleiben uns trotzdem gewogen. Ich bin der Meinung, das ist zu kurz und zu allgemein gegriffen. Aber also ein Satz, Herr Schenk, da kommen Sie jetzt nicht drum herum. Sie schenken sich ja nichts und vor allen Dingen uns auch nichts. Da redet also jemand aus einer Partei, deren brandenburgischer Vorsitzender vor 6 Stunden wiedergewählt worden ist, der Mitglied der HDJ, die verboten ist wegen faschistischer Grundtriebe und aus ihrer Partei nicht rausgeschmissen wird. Herr Kalbitz redet uns was von untertäniger Haltung hier in diesem Parlament. Ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, das ist völlig daneben. Völlig. Und um es einmal ganz klar zu sagen, eine Partei, die ihre rechtsradikalen Faschisten nicht los wird, die wird den Geruch desselben auch nicht los. Und insoweit steht es Ihnen nicht ansatzweise zu, hier zu urteilen, was die Abgeordneten für demokratische Verhaltensweisen haben oder nicht. Die überwiegende Anzahl ist ordentlich gewählt, meistens direkt. Und von daher brauchen wir uns von Ihnen nicht Belehrung geben zu lassen, was jetzt das richtige Verhalten ist. Aber zu allerletzt, heute hat Ihre Fraktion ja überwiegend gefehlt. Von den anderen waren mit Ausnahme einer Erkrankung alle da. Ich finde, das ist gut für dieses Parlament, gut für Hessen, und von daher passt es. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, das Ziel der Befassung mit den befristeten Gesetzen ist sinnvoll. Und, lieber Herr Kummer, wissen Sie, Ihr Änderungsantrag hätte ja jetzt heute lauten können, ich stelle den Antrag, alle Gesetze zu entfristen. Das hätten Sie im Ausschuss machen können, das hätten Sie immer machen können. Das tun Sie ja nicht, sondern Sie mäkeln an Einzelpunkten rum. Das finde ich nicht so ganz fair. Entfristen Sie alles. Wir sind der Meinung, nein, wir wollen diese Befristung haben. Wir wollen die Dinge immer wieder vorgelegt haben, damit wir evaluieren können, weil wir sind dafür da. Wir machen uns Gedanken. Sie können es ja auch machen, und dann stellen Sie Anträge, und alles ist schön. Wir werden dem nach wie vor so zustimmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Nächste Rednerin ist die Kollegin Förster-Heldmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tja, das ist ein Sammelgesetz. Das hat man jetzt bei den Redebeiträgen deutlich gemerkt, weil da verbirgt sich möglicherweise so viel, über was man alles reden
kann, wenn man möchte und wenn man es auch irgendwie ausführlich machen möchte. Ich habe viel über Evaluation gelernt. Ich dachte vorher schon, ich wüsste, was es ist. Aber jetzt habe ich es heute noch einmal deutlich vor Augen geführt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich will aber noch einmal eines sagen. Die Einsicht kann man nicht einseitig von der Koalition verlangen, sondern die Einsicht kann man eigentlich von allen verlangen. Sprich, ich kann auch Einsicht von Ihnen verlangen. Das ist mir noch einmal ganz wichtig, weil manchmal ist mir das zu einseitig für diejenigen, die es vergessen haben, weil wir reden ja jetzt schon ewig lang über dieses Sammelgesetz, wo wir morgen auch noch einmal drüber reden und heute Abend auch noch einmal. Herr Kummer, das wollte ich schon noch einmal reklamieren an Ihrer Rede. Ich hätte mir jetzt auch einiges vorgenommen, das werde ich aber nicht tun. Zum Beispiel das Krankenhausgesetz, noch einmal das, was in der Begründung drinsteht. Da geht es unter anderem auch über, ich nehme nur einen Begriff raus, Qualitätsindikatoren. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, das ist ein Begründungstext, der ist geschaffen für einen Sozialpolitiker. Und genau da, und das haben wir im Ausschuss auch schon beraten, genau da gehört die Diskussion hin. Genauso beim Wohnraumförderungsgesetz. Wir im Ausschuss für Wirtschaft scheuen uns keine Minute, über solche Dinge zu reden und auch diese Dinge ausführlich zu besprechen. Und wenn wir über ein Thema wie Wohnraum im Hessischen Landtag, wenn wir über ein Thema viel gesprochen haben, dann gehört Wohnraum genauso wie Kinderbetreuung und andere wichtige Dinge ganz bestimmt dazu. Dieses Sammelgesetz ist jetzt nicht der Ort für die Diskussion über inhaltliche Dinge, sondern das Sammelgesetz muss verabschiedet werden. Es ist vollkommen richtig, das insgesamt so zu machen, wie der Gesetzentwurf da ist. Es ist ausreichend und gut begründet. Und wenn man mit einzelnen Dingen, so wie Sie mit dem Krankenhausgesetz, nicht in Einklang geht, kann man ja nachvollziehen. Dann muss man das aber auch begründen und in einem eigenen Antrag auch formulieren. Und dann, bevor ich jetzt wirklich zum Ende komme, Frau Schardt-Sauer, ich finde, Sie sollten wirklich einmal überlegen, mit welcher Respektlosigkeit Sie vorhin über Verwaltung geredet haben. Das, finde ich, geht überhaupt nicht. Da so viel Respekt sollten wir schon einmal haben, wenn man sich das alles genau anguckt. Es ist gut begründet, es ist sehr gut gemacht, und deswegen werde ich diesem Gesetz zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Sammelgesetz führt dazu, dass wir eine Evaluation haben von allen Gesetzen, die zum 31.12. dieses Jahres auslaufen. Und das, was ich von allen Vorrednern bis hierhin gehört habe, lässt den Schluss zu, dass alle gesagt haben, wir sind für Evaluation, und zwar professionell auch von der Verwaltung. Das hat keiner bestritten, auch wenn es bei Frau Schardt-Sauer anders rüberkam. Frau Förster-Heldmann, das hat keiner bestritten. Und wenn man sich es genau ansieht, dann ist die Evaluation, wenn eine Befristung besteht, die Voraussetzung. Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern, die auf die Gesetze überhaupt nicht mehr rausgucken. Und jetzt will ich noch eins sagen. Die Änderungen, die sich aufgrund der Lebenssachverhalte ergeben, werden bei uns schneller eingearbeitet als in vielen anderen Ländern, in denen darauf nicht Rücksicht genommen wird. Und ich habe beim letzten Mal schon in erster Lesung gesagt, dass es insgesamt 28 Gesetze waren, die betrachtet worden sind. Wir haben transparent alle Unterlagen herausgegeben, die aus den Ressorts gekommen sind. Und 22 Gesetze sind unstreitig formaler Art, bei denen keine Evaluation dazu geführt hat, eine massive Änderung inhaltlicher Art herbeizuführen. Es geht um den formalen Akt von Gesetzen, bei denen alle der Auffassung sind, sie sollten verlängert werden und kein Änderungsbedarf besteht. Bei den anderen Gesetzen, die nicht verlängert werden, ist genau das, was der Kollege Müller beschrieben hat, nämlich dann eine inhaltliche Betrachtung, bei der im Ausschuss, in den Fachausschüssen auch inhaltliche Debatten stattfinden. Und insofern sind wir jetzt mit dem 14. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung der Rechtsvorschriften mit weitgehender Erfahrung bedacht.
Und die Verwaltung insgesamt hat in diesen 14 Gesetzen, die schon vorgelegt worden sind, bewiesen, dass die formalen Dinge ziemlich einvernehmlich verlängert werden können und dass bei allem, was inhaltlich, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die herausgefiltert werden und am Ende in ein normales gesetzgeberisches Verfahren gehen. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten kann ein Parlament nicht haben. Und wenn das anders wäre, dann hätte keiner von Ihnen seine 5 Minuten zu dieser Zeit, 19.29 Uhr, voll aufgenommen. Die Abgeordneten haben 5 Minuten fast alle geredet. Ja, länger. Kann sein. Der Präsident hat bestimmt aufgepasst, dass es noch in der Zeit war. Also über 5 Minuten geredet. Dann ist der Bedarf über diese Vorschriften, die die Befristung angehen, ja so groß, dass es angemessen ist, dass die Regierung das zum wiederholten Male vorlegt. Und ich würde mich freuen, wenn Zustimmung erfolgen würde in zweiter Lesung. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Wir haben, dritte Lesung ist beantragt. Nein, ist nicht beantragt. Wir gehen. Moment mal. Was machen wir jetzt? Ja, dann lasse ich über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben.